Das Ungetüm ist im Schatzraum eingesperrt. Die Schätze werden zwar mit dem Schiff sinken, doch das ist mehr als einerlei. Wir sind hier gefangen in Super Mario RPG in einem Piratenschiff oder auf jeden Fall in einem Schiff unter Wasser. Und naja, es gibt hier wohl Schätze, deshalb bin ich hier. Das haben wir letztes Mal schon gelesen, aber gegen die Gegner haben wir nicht gekämpft. Hey, du da. Was bist du für einer? Ein Shy-Guy? Oh, Schneesturm. Oh, no. Genau, wir haben beim letzten oder vorletzten Mal auf jeden Fall Peach freigeschaltet. Haben das vierte Sternchen gesammelt und jetzt sind wir hier. Wir haben drei Seiten jetzt schon mit dabei. Huh. Greifer, Schnitter und was war das andere? Strohkopf. Okay. Ihr habt auf jeden Fall interessante Namen, Kumpels. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag einfach... Bam. Ich sag einfach Bam. Das sag ich. Let's Player seit 10 Jahren. Darf ich ein ganz kleines Stück deiner Seele haben? Also... Klagelied. Okay. Ein Stück meiner Seele haben? Ich meine, was hab ich denn dann bitte davon, wenn ich dir ein Stück meiner Seele verkaufe? Wie viel bietest du denn? Also, du musst ja schon irgendwas anbieten, Kumpel. Stange Geld zum Beispiel. Oder Blütenpunkte oder sonst was. Einfach nur so kann ich dir das nicht geben. Da habe ich ja nichts von. Warum habe ich eigentlich gerade angegriffen? Das war eigentlich ziemlich dumm. Ah, nee, ich konnte nicht anvisieren. Nicht anvisieren, diese... Ihr wisst schon, die Special Attacks machen. Der Merlo nachdenkt und deshalb nichts machen kann im Moment. So, der Strohkopf, der kann erstmal weg hier. Wie viele Feuerbälle schießt aus beiden Händen. Das finde ich lustig. Okay. Heil mal bitte, Merlo. Dankeschön. So. Was denkt sich denn der Greifer hier an dem... Was ist denn das? Eine kleine Hütte zu greifen? Ich überlege, ob ich wieder unter die Erde zu begeben. Wow, Alter. Also, mit dem möchte ich nicht kuscheln. Der kann dich von ganz weit weg kuscheln. Also, der macht mir jetzt schon Angst. Hilfe, was soll das? Das ist gruselig. Bam. Nice. Ich werde immer besser mit dem Super Jump. Doppelte Erfahrung, aber sowas von. Rechts. Yoshi! Doppelte Erfahrung, let's go! Statt 2040. Zwei neue Level plus. Und zwar erstmal für Gino, der kriegt jetzt auch erstmal ein bisschen Kraft. Und Peach ist dasselbe. Du kriegst das gleiche, oh ja. Einfach nur so. Bisschen stärker sein, ist nicht schlecht. Wir haben Knochen trocken. Dachtest du etwa, du hättest nur einen morschen Knochenhaufen vor dir? Irrtum, Freundchen! Wow! Warum habe ich mit ihm geredet? Ich habe ein paar Knochen trocken! Sind wir ein bisschen zu trocken, wenn ihr mich fragt? Deshalb müssen wir sie auslöschen. Ja, Knochen trocken, für die es nicht wissen, ist einfach eine tote, untote Version von Koopas. Setz mich zusammen und ich falle wieder auseinander. Ein Kreislauf ohne Ende. Na, leider haben die recht, ne? Kann man einen Knochentrocken wirklich killen? Geht das? Ich weiß ja nicht, wenn ich ehrlich bin. So, wir können aber mal eine Trio-Technik ausprobieren. Segen, Regenbogen. Heile alle Freunde mit der Macht des Regenbogens und überlebe sie wieder. Ach so, nee, machen wir nicht. Aber das ist cool. Das ist ein richtiges Healer-Team hier einfach. Peach, Mellow. So mit Mario, einfach ein Healer-Team. Oh, Junge, warum... Sterben die nicht? Wie viel Leben haben die denn bitte? Hä? Hm? Der lebt ja immer noch. Ich liebe übrigens diese Retro-Sounds. Erinnert mich total an Mario und Luigi. Alter, hä? Kann man die auch nicht killen? Hä? Ich mach mal Blitzgewitter, vielleicht hilft das. Anfällig. Oh! Oh, man kann sie nur mit ihren Schwächen killen. Hätte ich jetzt darauf geachtet, was die Schwächen sind, wäre das natürlich lustig gewesen. Egal. Levelfluss für Mario. Er kriegt nämlich jetzt einen Superfeuerball.
Zumindest zum Glück nicht den Superball aus Mario Land. Der wäre jetzt nicht so nützlich hier. Sondern den Superfeuerball. Heizt den Gegner richtig ein. Einfach A-Spam, weil es auch ein besserer Feuerball. Kostet aber dafür auch mehr. Okay, wunderbar. Was steht denn hier? Wir haben ja eine Logbuchseite mal wieder. 6 Hinweise warten auf dich. Ein jeder von einer anderen Seite. Anderen Person. Ein jeder von einer anderen Person. Aha. Sicherlich völlig unmöglich zu entschlüsseln. What? Was ist damit gemeint? Kann ich da hoch? Das sieht voll so aus, könnte man da hoch, aber ich hab's jetzt nicht geschafft. Oh Gott. Shinies! Oh, da war ein Blütenpunkt, der versteckt. Cool. Schaut mal, Shiny-Ratten. Ratoso und Enigmax. Max, was machst du nur hier? Heize Gegner richtig ein. Und das ist feuerfrei. Okay, versuchen wir es mal. Ah, yeah. Es ist einfach nur Feuerball, aber er macht mehr Damage und kostet dafür auch mehr. Mehr ist es nicht. Trotzdem, nice. Habe ich nicht recht, Merlo? Die Puffels. Zusammenbleiben? Pff, laber nur. Können wir bald nach Hause? Ich habe Hunger. Wie lange sind sie schon zusammengeblieben, wenn die sich so in so ein Monster verwandelt haben? Wirklich. Aua. Das tat weh, Freundchen. Ich glaube, es hackt. Und wie es hackt. Richtig. Auf die Birne. Und zwar so oft, wie viele Köpfe ihr habt. Denn ihr habt richtig viele Köpfe. Oh Gott, die leben immer noch. Obwohl. Bam! Jetzt nicht mehr. Alter, fallen sie auseinander. Und wir werden geheilt. Danke, Spiel. Oh, das war jetzt daneben. Passiert. Aber ich werde besser mit dem Timing. So langsam, aber sicher zumindest. Und nein, ich werde dieses Team hier nicht behalten. Ich werde das wahrscheinlich gleich wechseln. Bei Merle und Peach, 2 Healer. Weiß ich nicht. Ein bisschen mehr Attack wäre halt nice. Deshalb habe ich auch die Attack die ganze Zeit gebufft, weil ich denke, ein bisschen mehr Attack würde nicht schaden. Schön, dass jetzt alle gerade ein Level Plus bekommen hier. Donnerschocker lernt. Pikachu, du bist es? Setze einen Gegner unter Strom. Drücke A kurz vor Auftreffen des Schocks. Aha. Cool, cool. Cool, cool. Oh, Geld. Geld. Alles für den guten Mario. Du musst ja auch irgendwie seinen Unterhalt bezahlen, ne? Lass einen nicht durch. Hey, lass mich durch. Oh, lass einen durch. Okay. Der Knopf fliegt! Wie der Paracooper oben. Wow, was zum... Wer hat das denn geworfen? Wo komm ich da hoch? Nein. Vielleicht muss ich gegen den Cooper kämpfen. Oder so. Nee, der existiert gar nicht. Schaut mal. Ich kann durch ihn durchfliegen. Durchspringen. Der fliegt nicht mich durch. Eigenartig. Wie, jetzt wären das ja das Geister. Warte mal, ein Geisterschiff? Was kann ich denn hier machen? Das hat geklappt. Nicht. Ja. Okay, ich verstehe es. Wir müssen wahrscheinlich genau dahin, wo die Blöcke stehen, ungefähr in dieser Reihenfolge, oder? Ungefähr? Ja? Ja? Nein, letzte nicht. Die anderen beiden ungefähr. So. Na, der zweite ist nicht. Ah, schade, der zweite ist zu weit. Okay, aber es ist interessant. Ja! Let's go! Oha! Blumen und Hinweis des Abenteuers Indigo Junior. Das Kennwort ist der Name von etwas, das man im Meer finden kann. Koralle. Keine Ahnung, das ist das erste, woran ich denken musste. Hä, wieso muss ich gegen den kämpfen? Was zur Hölle? Na gut, wie du willst. Dann kriegst du so richtig eins aufs Maul. Habe ich den schon Gedanken gelesen, den Schitter? Ich weiß es nicht, ich mach's einfach nochmal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Machen wir es einfach nochmal. Achso, ja, haben wir schon, okay. Wow, wo kommen die anderen her? Ah, Mario hat Angst. Nein. Aber alles
wieder gut. Alles wieder schick, ja. Wir heilen mal Mario. So. Hallöchen. 3D-Irrgarten. Oh nein. Warum, Spiel? Oh, man kann hier springen? Oh, man kann hier hochspringen? Nein? Nicht? Doch? Nein? Doch? Nein? Doch? Nein? Hä? Doch nicht? Ich komme wieder zurück. Hä? Hallo? Oh, cool. Kann ich hier rechts irgendwo rein? Oben? Also nach oben kann ich. Dann kann ich hier nach rechts noch springen? Na, was dann? Ist hier was zum Ansprechen? Nee. Aufgeben. Du stehst auf Ebene 3, möchtest du aufgeben? Nein, ich tüftele weiter. Ja, ich kann nicht mehr. Ich tüftele weiter. Achso, falls man nicht mehr zurückfindet. Das ist nicht interessant gemacht. Hä? Ich stehe auf Ebene 3? Du stehst auf Ebene 0. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Da komme ich nicht hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. Wo ist das hier eigentlich? Einfach nur so? Scheinbar. Warte, kann ich nicht da hochspringen? Warte mal. Ja, doch, da kann ich springen. Okay. Hier kann ich lang. Hier ist aber nichts. Hier kann ich lang. Ich kann hier nicht zwischendurch irgendwo lang. Oder auch nach links oder nach rechts oder irgendwo. Okay, ich kann da nicht hochspringen. Ich kann hier springen. Wenn ich hier rüber runtergehe. Ja, Kamera bewegt sich. Also hier musste eigentlich richtig sein. Aber ich kann... Hä? Ich kann nicht lang. Vielleicht hier? Woanders lang? Ah, woanders lang. Nicht nach ganz oben. Okay. Boah, das ist echt schwierig. Okay, jetzt nicht runterfallen. Ey. Ich sagte, nicht runterfallen. Oh nein. Oh nein. Wo bin ich jetzt? Hä? Ich werde. Wow. Okay, also ich glaube, hier runterspringen ist nicht richtig. Hier gibt es auch keinen anderen Weg. Hier falle ich immer runter. Dann bin ich hier. Ich kann hier lang. Okay. Kann ich irgendwo lang springen? Kann ich zurück? Ich kann zurück. Okay. Immer ein Block mit dem anderen. Alles abchecken. Kann ich vor und zurück? In die Wand? Nein. Oh, hier kann ich lang. Hier kann ich lang. Oh. Oh. Nein. Runter. Rechts, rechts, rechts. Okay, nach oben. Dann geradeaus. Hoch. Ja, 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 ja. Ja. Boah. Das war echt schwierig. Royalsirup. Und Hinweis der zweiten Expedition. Das Kennwort hat zwei Silben. Also etwas, was man mehr finden kann und was zwei Silben hat. Koral ist es nicht. Schade, aber ich... Oh, hä? Vorhin musste ich nicht gegen den kämpfen. Seltsam. Aber in diese eine Tür konnte ich da vorhin nicht rein, ne? Warum auch immer. Bam, bam. Ja, da haben wir nur Gegner, die wir schon untersucht haben. Lohnt sich jetzt also hier nicht, irgendwas zu machen. Aber ist okay. Hey. Ey, Probleme? Scheint wohl so. Ah, schade, daneben. Bam! Das war schon ein bisschen besser. Oh no. Oh, Mellow! Okay, ich glaube, es wird Zeit für den Segen-Regenbogen. Wir buffen Mellow. Das ist ja uns. Einen Regenbogen geschert, der uns alle heilt. Oh, wie süß am Ende. Oh, komplette volle Heilung. Nice. Okay, wir wechseln ihn mal aus, oder? Zu Geno zum Beispiel. Oh, ich hab vergessen, was für eine Attacke er hatte. Ja, das Problem mit Geno ist, er macht sehr viel Damage. Aber er macht nicht, er hat nicht viel Verteidigung, habe ich das Gefühl. Das hat so ein richtiger Attack-Dealer.
Nee, das Timing habe ich überhaupt nicht drauf von dieser neuen Waffe. Gino, überlebst! Knapp. Es lief nicht so gut für ihn. Okay. Nee, komm, setz Blutenpunkte ein. Heilung auf den guten alten Geno. So. Haben wir noch irgendwas anderes? Oh ja, Sirup. Stellt BP wieder her, stellt 40 BP, stellt 10 BP. Cool. Cool, cool, cool. Okay, ich geh nochmal hier rein. Das habe ich nicht verstanden. Also es gibt ja wahrscheinlich den unsichtbaren Weg, den ich gehen kann, oder? Und wie habe ich das vorhin geschafft, dass die Kugel runtergeschmissen... Hä? Die Kugel ist gar nicht echt? Was zur Hölle? Schaffe ich den Jump? Man muss halt... Es gibt kein Koyota-Time hier, deshalb muss man richtig abspringen. Mann. Ja, da komme ich niemals dran, oder? Das ist viel zu weit weg. Das ist so ein Block weg. Ja, weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Hier. Ach, verdammt. Der Koopa, der Para-Koopa muss das in meine Richtung werfen. Richtung... Ja, der fliegt immer zu mir, Okay, und jetzt hier lang. Ja? Ja? Okay, hab's richtig. Hatte es richtig. Okay, Hinweis des Abenteurers Indigo. Das Kennwort enthält ein N. Ja, boah, das hilft mir nicht. Ein N? Ein N. Wisst ihr es schon? Also für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wisst ihr es schon? Ja, keine Ahnung. Oh Mann. Ah, jetzt habe ich es richtig. Boah, wie viel Damage das macht, wenn man es richtig trifft. Wow. Ach so, warte, die konnte man nur aus einer bestimmten... Ah, komm, ich fliehe. Die konnte man nur mit einer bestimmten Attacke besiegen. Da war ja was. Ey, komm doch nicht. Als ob ich da nicht hinkomme, ohne den zu besiegen. Ah, komm, machen wir Merlo wieder rein. Einfach nur, um zu sehen, was ich nochmal gegen den machen muss. Oder was, Feuer? Es könnte sein, dass es... Machen wir erstmal einen normalen Feuerball, falls es nicht stimmt. Was, Feuer? Ist doch Feuer! Zumindest hat das gerade geholfen. Ja. Guck mal nochmal, Blitzgewitter. Scheinbar ist Feuer richtig. Ja. Danke, Merlo. Oh, stimmt. Die fallen ja jetzt nur um und dann stehen sie gleich wieder auf. Muss man aufpassen. Oh, natürlich Münzen. Schnell, schnell. Okay, und jetzt weg. Hey, du da. Grüß dich. Wiedersehen macht Freude. Oh, du bist es wieder. Bei dir können wir wieder was kaufen. Superhammer. Wumphandschuh. Handknarre und Wurfhandschuh. Superhammer ist leider schlechter als das, was ich gerade habe für Mario. Und die Latz- und die Matrosensachen habe ich auch schon alle an. Sorry, Bro. Ich lass dich mal in Ruhe. Ich gebe dir den Tipp. Das Kennwort ist der Name von kleinen Dingern, die man im Meer finden kann. Falls du nicht alle 6 Hinweise findest, finden kannst. Achso, falls du nicht alle 6 Hinweise findest, kannst du vielleicht ein wenig raten. Viel Glück. Alright. So. Warum fliegen die Münzen? Hä? Hä? Ich hab's falsch gemacht, oder? Warte mal, ich geh nochmal raus und wieder rein. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Strohkopf! Komm mal Merlo raus. Damit er direkt mal den Gedanken jetzt einsetzen kann. Das finde ich richtig cool, dass du in der gleichen Runde, wo du rauswechselst, noch angreifen kannst mit den Personen. Finde ich nice. Egal wohin ich meine Arme ausstrecke, immer bist du da. What? Was soll das denn heißen, ey? Was hast du gegen mich? Bam! Down! Bam! Gestank. Ja, das passt zu dir. Oh Gott. Okay. Hau ab! Danke. Und du bist der Nächste! Ich mach gar keinen Damage, ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich... Also jetzt haben wir alle Teammitglieder im Spiel, die man bekommen kann, ne? Und ich muss dann überlegen, wen ich am besten finde für mein Team. Bin da echt noch am Überlegen. Boah! One-Shot?! Ernsthaft? Alter. In One-Shot.
Boah, Pete, du kannst dich doch selber heilen, oder? Kannst du das? Kannst du dich selbst heilen? Hier? Ja. Gut. Okay, neuer Versuch. Nicht die letzte Münze einsammeln. Die da, also nicht die Münze einsammeln, die hier noch rumfliegt. Die muss erstmal sich bewegen. Geh ich mal von aus. Ah, schnell. Ich glaube, ich muss alle Münzen einsammeln, oder? Ich habe eine verpasst. Toll. Das geht auch sofort los, ne? Und die verschwinden auch so schnell. Okay, aber ich weiß den Weg jetzt. Ich darf noch nicht zu voreilig sein, weil sonst sammle ich die letzte Münze ein und dann ist alles weg. Genau das. Mann, das ist schwerer als gedacht. Vor allem, das so schnell ist. Ich frage mich, ob das im lockeren Modus langsamer ist oder ob es da genauso schwer ist. Wahrscheinlich ist es da genau gleich, oder? Ja? 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 Yes, wir haben's! Wow, danke für die ganzen Münzen und den nächsten Hinweis des Suchtrupps Onyx. Das Kennwort ist der Name für etwas, das sehr hohen Wert hat. Gold? Nee, Gold fängt nicht mit ändern. Gold fließt doch nicht unter Wasser bei. Was fällt man denn unter Wasser? Hat zwei Silben? Hat ein N? Ich will jetzt hier wieder machen. Hey! Kannst du nochmal schießen? Wie komme ich da ran? Hm? Mann, ich vergesse das jedes Mal. Aber es ist zum Glück nur ein Gegner dieses Mal. Also, das kriegen wir hin. Oh, das ist echt schwierig mit dem mit der Gun. Weiß ich, bin ich so ein Fan davon. Auch wenn es natürlich sehr, sehr viel Damage macht, wenn man es trifft. Das ist einfach schwierig und problematisch. Ich sollte Hino. Ich sollte Gino heilen. Hier am Pilz. Das. Wie komme ich denn an die Blöcke ran? Aha! Ah, oh, das ist cool gemacht! Aber wie macht das in der Mario Universe gar keinen Sinn, dass er das kann? Juhu! Immer an den Schatten halten unten, wo Mario steht. Das hilft sehr. Pilze halten! Habe ich gerade einen benutzt. Hinweis des vierten Fandungstrupps. Das Kennwort ist eine Mehrzahl. Was? Aha, okay. Verstehe. Aber, what? Oh, ich kann vorbei. Nice. Zwei Knöpfe. Bonk. Bonk. Ich brauche zwei Charaktere dafür. Gespeichern wir erstmal, würde ich sagen. In dem versunkenen Wrack. Schön, alle Level 10. Freut mich. Freut mich, freut mich. Kann ich hier lang? Hm? Boing, boing. Was? Oh, hier geht's weiter. Okay. Kennst du das Kennwort? Da gibt die sechs Buchstaben ein. Sechs Buchstaben? Vierter Buchstabe. Entegre? Was? Ich gehe erstmal weiter. Kann ich gar nicht. Hier ist das Ende. Habe ich alle sechs gefunden? Wow. Warte. Eins, zwei. Oben war drei, vier, fünf. Hey, du da. Der See macht Freude. Ich gebe dir einen Tipp, was du danach von kleinen Dingen, die man wert findet. Rate einfach. Boah. Irgendwas haben wir verpasst, glaube ich. Warte, unten ist 1 und 2. Hier ist 3, 4, 5. Hatten wir auch noch das 6. hier irgendwo gehabt? Musste ja sein, ne? Aber wo? Wo? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Um sicher zu gehen, dass ich nichts verpasst habe. Hm? Ja, nee. Hier ist aber der Anfang wieder. Wenn ich da jetzt drauf springe, komme ich wieder raus aus dem Schiff. Hm, hier war das Speicher. Nee. Hm? Ich bin jetzt leider in den Kampf geraten gegen den Türsteher. Und der ist ein sehr starker Gegner. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch wirklich was verpasst habe oder alles habe. Ich habe nichts mehr wirklich gefunden. Also gehe ich erstmal davon aus, dass ich alles habe. Und ja, ich muss jetzt erst noch ein bisschen raten, schätze ich. Aber ich habe absolut gar keine Anhaltspunkte. Also wirklich gar nicht. Ja, Mario ist auch schon tot. Also die starken Gegner, vor denen habe ich auf jeden Fall Angst, ein bisschen. Auf jeden Fall. Mann, was so viel Damage, ey. Aber es ist jetzt fast down. Nein, daneben. Warum? Immer daneben. Boah, Junge, der macht One-Shot. Ich sterbe jetzt, ne? Oh, zum Glück, Chris. Zum Glück. Und ein Groschen.
und Peach Gruppenknuddeln. Okay. Nee, ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß auch nicht, was das hier bedeuten soll. Gott, ist das hier der sechste Hinweis? Ja, aber was soll das hier sein? Also, wie soll das hier funktionieren? Hä? Du willst so ein Teammate rausholen? Gott, das Spiel laggt richtig rum, wenn man das Menü rein und raus macht. Oh Gott, das... Oh Gott. Nee, also ehrlich, ich hab absolut keinen blassen Schimmer. Stoße die sechs schwebenden Kisten an, um die Kennwortbuchstaben zu wählen. Dann darfst du eintreten. Wer sagt das? Irgendwer, der da drin ist. MCOTP? Ah, man kann sich aussuchen zwischen den Buchstaben. Okay, das ist gut. Das hilft zumindest ein bisschen. Okay, wir wissen, dass eins der Buchstaben ein N beinhaltet. Hier ist das N. Das heißt, der letzte Buchstabe ist ein N. Und es ist eine Mehrzahl. N. Nee. Hm? Boah. T. E. Tetris. Tetten. Was? Das macht keinen Sinn. Osasuns. Ich weiß es einfach nicht. Eventuell schaue ich das nach, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, man kann ja auch einfach raten, wie uns gesagt wurde. Den letzten können wir so stehen lassen, weil das N ist ja richtig. Wir wissen halt nur den einen Buchstaben jetzt. Keine Ahnung. Warte, was? Oh, nee. Okay. Boah. Es hat zwei Silben. Okay, vielleicht helfen uns die ersten drei... Oder das zweiten. Hab ich die zweiten? Also eine Reihe an Blöcken. Es gibt ja zwei Reihen an Blöcken hier. Eine Reihe an Blöcken müsste eine Silbe dann geben. Ungefähr. Das wäre jetzt meine Idee. Ach Gott. Okay. Ich hab's. Ich hab das nachgeschaut. Ich bin zu blöd dafür. Die Antwort ist Perlen. Perlen. Fertig. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Perlen. So, lass mich durch. Hallo? Deine Eingabe lautet Perlen. Gut gemacht, der Weg ist frei, doch erst musst du an mir vorbei. Was? Oh Gott, scheinbar gibt es in der nächsten Folge einen Bosskampf, weil ich habe jetzt so lange gebraucht. Ja. Also, ich glaube, hier wäre ich auf jeden Fall als Kind, hätte ich das Spiel als Kind gespielt, wäre ich stuck gewesen. Also, auf Perlen wäre ich nicht gekommen. Ich frage mich, was es in der englischen Version ist. Pearls? Pearls? Könnte hinhauen. Weiß ich nicht. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie lange ihr hierfür gebraucht habt oder ob ihr auch nachschauen musstet. Vielleicht sogar hier in meinem Video. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann das versunkene Wrack abschließen und uns den fünften Stern abholen.